mit Eurocard zum Traumziel. Und herzlich willkommen zu Traumziel. Zum Jahresende möchten wir Sie an eine Destination führen, die nicht nur einfach riesengroß ist, sondern gerade ein ganzer Subkontinent, nämlich Indien. Ein Traumziel also mit gewissen Vorbehalten, wenn man bedenkt, dass wir Indien vor allem eigentlich aus Negativschlagzielen kennen. Stichworte wie Hunger, Armut, Kastenwesen, Epidemien und so weiter. Das ist ein Teil Indien. Der andere Teil ist aber Faszination. Faszination, weil Indien herausfordert. Wenn man nach Indien reist, dann muss man bereit sein, ins Mittelalter einzutauchen und sich gerade gleichzeitig in einer Hightech-Welt wiederzufinden. Wir bereisen heute Abend den südlichen Teil von Indien, das heisst genauer den Bundesstaat Kerala. Der ist ein bisschen kleiner als die Schweiz, damit Sie sich orientieren können. Und er gilt so ein bisschen als Vorzeigestaat in Indien, weil er eben weder krasse Armut noch Hunger kennt. In dem Sinn also das ideale Indien für Anfänger. Kerala heißt nichts anderes als Land der Kokosnuss. Die unzähligen Kokospalmen prägen das Gesicht Keralas. Die Keraliten, die Bewohner des kleinen Küstenstaates, nennen sie Geschenk des Himmels. Denn sie gibt ihnen beinahe alles, was sie zum Leben brauchen. Den Stamm nutzen sie für den Haus- und Bootsbau, das wertvolle Öl für die Körperpflege und die Nüsse als vielseitig verwendbares Nahrungsmittel. Schon die Neugeborenen werden in Kokosmilch gebadet. Kokos ist lebenslänglicher Begleiter. Die Palme ist aber nicht nur ein bedeutender Lebensfaktor, sondern ebenso ein höchst ästhetischer Blickfang. Kerala ist aber auch Indien. Eine schwer zu verstehende und vor allem schwer zu erklärende Welt. Auf den ersten Blick ein heilloses Durcheinander, ein immerwährendes Gewühl. Indien verblüfft, schockiert und fasziniert. Das Nebeneinander von Vergangenheit und moderner Industriegesellschaft hinterlässt unauslöschliche Erinnerungen. Eine Reise auf den Subkontinent ist eine ständige Herausforderung. Ein anstrengendes und berauschendes Erlebnis zugleich. Indien fesselt die Sinne. Es lässt auf keinen Fall gleichgültig. Der Begriff Zeit hat in Indien eine andere Dimension. Die Inder haben Zeit. Unendlich viel Zeit. In Indien ist alles ein wenig anders. So tragen die Männer voller Stolz ihre traditionellen Dhotis. Während die Frauen ihre farbenprächtigen Saris zur Schau stellen. Unvergängliche Modalandien. Die wendigen Taxis haben Spielzeugformat. Tuk-Tuk, so lautet ihr liebevoller Übername im Volksmund. Und ein Lastwagen kommt immer als verspieltes Gesamtkunstwerk daher. Und apropos Kunstwerk, jedes Plakat in Kerala ist handmade. In minutiöser Feinarbeit schaffen Plakatmaler die perfekte Illusion. Kerala ist zwar indisch, aber sehr eigenständig. So wählen die Keraliten entgegen allen Trends regelmäßig kommunistisch. Doch von Staatssozialismus und Parteiterror keine Spur. Die Privatwirtschaft blüht trotz Hammer und Sichel. Die Eigenständigkeit ist auch bei Cola Trumpf. Thumbs up, Daumen rauf, nennt sich hier der Geschmack einer neuen Generation. Die Andersartigkeit kennt keine Grenzen. Denn wo sonst auf der Welt trifft man eine Kuh beim gemütlichen Shoppen? Als Besucher begegnet man dieser anderen Lebenskonzeption auf Schritt und Tritt.
Diese einzigartige Kultur faszinierte Schriftsteller und Philosophen seit jeher. Aber auch für zivilisationsmüde Westler wurde Indien das Mekka. Ein irres Gefühl hier, einfach unbeschreiblich. Mehr als ein Grund, ein wenig länger hier zu bleiben. In 3 Wochen geht es zurück nach England, eine Horrorvorstellung. Doch ich komme wieder, wahrscheinlich für länger. Auch die Einheimischen besuchen den Strand. Für sie sind wir die Exoten. Mit Neugier und einem leisen Schamgefühl beobachten sie das Treiben. Ihre Moralvorstellungen sind strikt. Ein Bikini ist eine Erfindung unserer Welt und gilt hier als etwas Anstößiges. Die Inderinnen gehen nicht zum Baden an den Strand. Zu beobachten, wie die Sonne untergeht, sagt ihnen mehr als Sonnenbaden. Sonne und Meer, das ist das, was schon in den 60er Jahren die Hippies nach Indien gezogen hat und ist auch das, was heute noch die meisten Touristen in Strandmekkas wie Goa anziehen. Dabei, der wahre Schatz von Kerala liegt ganz neu mit anders. Im Hinterland, da versteckt sich eine paradiesische Landschaft, die sogenannten Backwaters. Touristisch sind die Backwaters eigentlich nur sehr spärlich erschlossen und durch das ganz natürlich ein unverfälschtes Bild von einem sehr traditionsreichen Indien, ein Bild, das man nicht so schnell wieder vergisst. Tauchen wir ein in die betörende Schönheit der Backwaters, einem labyrinthartigen Kanalsystem, welches das ganze Hinterland Keralas durchzieht. Seit Jahrhunderten sorgen archaisch anmutende Schiffe für die Versorgung Keralas mit lebenswichtigen Gütern. In den Backwaters scheint die Idylle perfekt. Diese Welt, versteckt hinter üppigen Paradiesgärten, kennt einen anderen Zeitbegriff. Wir sind auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Am Ufer, in den kleinen Dörfern, bestimmen Traditionen den Lauf der Dinge. Priesterliche Worte finden hier noch Gehör. Nur wenig von dem, was wir für fortschrittlich und erstrebenswert halten, ist bis in die dörfliche Gemeinschaft vorgedrungen. Jedes Stückchen Land in den Backwaters ist genutzt. Die allgegenwärtigen Kokospalmen sind nicht nur Kulisse, sondern der Rohstoff Nummer 1. So werden die Blätter kunstvoll zu Matten verknüpft. Sie schützen die Häuser anstelle von Ziegeln, wirksam gegen den tropischen Regen. Aus den Fasern der Kokosnussschalen werden Schnüre und Seile gefertigt. Seit Generationen wird dieses ursprüngliche Handwerk gepflegt und innerhalb der Familie weitergegeben. Die Lebensbedingungen für die Bewohner sind hart. Diese Nebenbeschäftigung aber garantiert das Überleben. Die Probefahrt ins Paradies geht weiter. Die Fortbewegung hat hier eine andere Dimension. Bis vor 30 Jahren hat Geschwindigkeit in Kerala keine Rolle gespielt. Entsprechend wichtig waren bis in die 50er Jahre die Wasserstraßen. Über 2000 Boote transportierten Menschen und Waren.
kein einziger Nagel. Nur geteertes Kokosnussseil hält diese Gesamtkunstwerke zusammen. Lastwagen verdrängen die Frachtkähne langsam aber sicher. Kein Wunder, denn die Bootsführer stacheln ihre Kähne von Hand durch die Untiefen der Kanäle. Beim Teestopp können sich die Schiffe erholen und neue Kräfte tanken. Der Fährmann Basker kennt die Schönheiten, aber auch die Probleme der Backwaters wie kaum ein anderer. Ich bin seit 40 Jahren mit einem Boot unterwegs. Diese Boote sind mein Leben. Ich transportiere Gewürze, Reis und Kokosnüsse. In den letzten Jahren ist es enorm schwierig geworden. Was ist schwierig geworden? Die glorreichen Zeiten sind vorbei. Früher galten wir in Kerala als Helden. Heute haben wir kaum mehr Arbeit. Die Lastwagen sind schneller und billiger. Unsere einzige Chance liegt darin, dass wir heute statt Gütern Touristen transportieren. Aus der Not wurde eine Tugend gemacht. Einige der alten Cargoboote wurden für den Tourismus umgebaut. Für einen Indienneuling die ideale Reiseform. Eine langsame und beschauliche Annäherung an dieses verwirrende Land. Hinter dieser Idee steckt ein Mann, Mr. Babu Vagese. Babu, wie sind Sie darauf gekommen, Transportboote zu schwimmenden Mini-Hotels umzubauen? Ich war viel mit Touristen in den Backwaters unterwegs. Oft kreuzten wir auf diesen Trips die alten Cargo-Boote. Meine Gäste gerieten ins Schwärmen und fragten mich dauernd, warum reisen wir nicht mit den alten, wunderschönen Schiffen? Und so kam ich auf die Idee, die Boote umzubauen. So this gave me an idea in getting a cargo boat ready for comfortable cruise. Ein eigener Bordkoch vollbringt auf kleinstem Raum kulinarische Wunder. Er entführt den Gast in die Geheimnisse der traditionellen vegetarischen Küche und lässt die eigenen Essgewohnheiten im Nu vergessen. Am Anfang war es enorm schwierig. Warum sollten Boote, die jahrhundertelang nützliche Güter transportierten, plötzlich in schwimmende Hotels für Touristen umgebaut werden? Für die Leute hier war das schwer zu verstehen. Die Zimmerleute fragten mich immer wieder, wozu brauchen diese Schiffe Fenster? Wozu dies, wozu das? So, we have to design windows. So, this was very difficult for them to understand. Ich zeigte ihnen meine Pläne, doch das reichte nicht. Ich musste mit den Handwerkern erst eine Weile lang zusammenleben, um sie von meiner Idee zu überzeugen. Das brauchte viel, viel Zeit. Was geschah mit den alten Bootsleuten? Als ich diese Boote kaufte, war es für mich Ehrensache, die alte Bootsbesatzung weiter zu beschäftigen. Die Kapitäne sind also Kapitäne geblieben, mit dem Unterschied, dass sie heute statt Güter Menschen transportieren. Intensiv erleben muss auch alle Sinn offen haben und muss auch Lust haben, in eine ganz andere Welt einzutauchen. Heute Abend gibt es ja bei uns eine Reise zu gewinnen nach Indien. Spielen Sie mit, raten Sie mit, tun Sie Fragen beantworten rund um Indien und dann kann es sein, dass Sie die zweiwöchige Traumreise gewinnen, die folgendermaßen aussieht. Sie fliegen mit der Air India in die südindische Metropole Madras. Dort haben sie Gelegenheit, sich an den indischen Rhythmus der Dinge zu gewöhnen.
Mit Privatchauffeur fahren sie hoch in die Berge. In Periyar, einem riesigen Naturschutzgebiet, geht's auf Elefantenpirsch. Ein Hausboot entführt sie anschließend in die zauberhafte Welt der Backwaters, wo sie im Hotel Coconut Lagoon einen Blitzkurs in Ayurveda nehmen können. Ihre Reise endet in Kovalam Beach, wo sie im Hotel Surya Samudra verwöhnt werden. Diese Reise wurde zusammengestellt vom Indien-Spezialisten Intense Travel in Cham. Die erste Runde in unserem Wettbewerb besteht aus zwei Fragen. Jede Frage hat drei mögliche Lösungen und Sie würden sich bitte zuhause die Zahl aufschreiben, die Sie meinen, ist richtig. Und unseren Gästen im Studio haben wir Kästchen auf den Tisch gelegt, da können Sie Ihren Tipp gerade direkt eingeben. Unsere erste Frage lautet folgendermaßen: Seit wann ist Indien ein unabhängiger Staat? Also von England unabhängig, ist das 1 seit 1938 oder 2 seit 1953 oder 3 seit 1947? 1, 2 oder 3? Und die zweite Frage: Wie heisst das rockähnliche Kleidungsstück, das die Männer in Indien tragen? Ist das 4 ein Sari, 5 ein Dhoti oder 6? Kurta. Was tragen die Männer in Indien? In einer weiteren Runde kommen dann nochmal zwei Fragen dazu, die Sie dann beantworten müssen. Indien ist das Mutterland vom Buddhismus und vom Hinduismus und man kann glaube wirklich sagen, in Indien läuft ohne Religion überhaupt nichts. Religion thront über allem und ist natürlich aus dem Grund auch ein Stück weit der Schlüssel, um die Kultur überhaupt können zu verstehen. In keinem anderen Land existieren so viele verschiedene unterschiedliche Religionen und in keinem anderen Land werden religiöse Rituale noch so stark gelebt im Alltag wie Indien. Da macht natürlich auch Kerala keine Ausnahme oder ja, etwas ist ein bisschen anders in Kerala. In Kerala da existieren nämlich die unterschiedlichen Religionen auf sehr tolerante Art und Weise mit und nebeneinander. Die Christengemeinde in Kerala ist vom Apostel Thomas gegründet worden. Der Seefahrer Vasco da Gama hat im 16. Jahrhundert nicht schlecht gestaunt, als er statt der erwarteten Voodoo-Tempel richtige Kirche entdeckt hat. 20% der Bevölkerung sind heute noch praktizierende Christen. Genauso viele Moslems verehren den Allah. Das Kuriosum ist die über 2000 Jahre alte winzige jüdische Gemeinde in der Stadt Cochin. Eine Synagoge und ganze 5 Familien sind übrig geblieben. Doch eine Religion stellt alle anderen in Schatten, nämlich den Hinduismus. Die Kultur regelt das Leben von einem Gläubigen von der Geburt bis zum Tod. Das Kastenwesen ist vor allem auch ein Machtinstrument, das über Jahrhunderte allen Einwirkungen getrotzt hat und in Indien kaum Veränderungen zulässt. Basically, Hinduism is a way of life. A Hindu has to get up early morning. Hinduismus ist in erster Linie eine Lebenshaltung. Der Hindu steht am Morgen sehr früh auf und nimmt als erstes ein Bad. Die schönste Zeit des Tages in einem weißen Land ist die ganz früh am Morgen. Man kann sich dann am besten auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Nur unser unerschütterlicher Glaube, unsere Religion geben uns diese Energie. Der Tag eines Hindus ist in die verschiedensten Rituale eingeteilt. Nach dem Bad, das sowohl den Körper als auch die Seele reinigt, gehen wir Hindus in den Tempel, um zu beten, um in uns zu gehen. Wir bringen den Göttern ein kleines Opfer,
Dieses Gottvertrauen gibt uns die Energie, alle Probleme zu lösen. And that solves all our problems. Der Hinduismus ist ein grenzenloses, farbiges Schauspiel. Hauptdarsteller in diesem unendlichen Epos sind die unzähligen Götter. Die gläubigen Hindus begnügen sich mit der Statistenrolle. The idea of God. Unsere Gottesvorstellung ist dieselbe wie in den anderen alten Religionen. Wir haben eigentlich auch nur einen Gott. Dieser Gott hat aber unzählige Gesichter und Charaktere. Die Fantasie kennt dabei keine Grenzen. Und darum verehren wir im Hinduismus unzählige Götter. Welcher Gott das genau ist, ist doch Nebensache. Sogar eine kleine Pflanze kann in unserer Religion Gott sein. Alles ist doch schließlich göttlichen Ursprungs. Even a plant is a god. Everything is god. Everything. Tempel sind nichts anderes als Wohnhäuser für Götter. Gott lebt im Tempel, er wohnt, isst und schläft dort. Sein Hauspersonal sind gläubige Hindus, die ihm alles, was ihn erfreuen könnte, als Opfer bringen. Und weil Gott Ganesh geradezu süchtig nach Kokosnüssen ist, wird er entsprechend verköstigt. Was übrig bleibt, wird an die Armen verteilt. Ein anderer Brauch wirkt für uns auch eher seltsam. Die Legende erzählt, dass Rama, einer der populärsten Götter, seit seiner Hochzeitsreise durch ein Feuerwerk erheitert wird. So versuchen die Gläubigen, ihren Gott tagtäglich mit einem fulminanten Feuerwerk zu erfreuen. Ein Gedanke im Hinduismus fasziniert mich besonders. Hat jemand Probleme, so überlässt er sie den Göttern. Die werden sie dann schon lösen. Ist aber dieser Fatalismus nicht sehr gefährlich? I don't think so. Nein, überhaupt nicht. Man muss doch an etwas glauben. Wenn Sie krank sind, gehen Sie zum Doktor im Glauben, er könne Ihnen helfen. Also glauben Sie an ihn und seine Fähigkeiten. Wenn Sie Kopfschmerzen haben, nehmen Sie Aspirin. Es ist doch lebenswichtig, an etwas zu glauben. Tempel sind in Kerala allgegenwärtig. Mitten in der Großstadt bieten sie auch Zuflucht vor der Hektik und den Menschenmassen. Oasen im Chaos. Kleine Opfergaben gehören zum Alltag, denn jeder Gott will schließlich bei Laune gehalten werden. Und eine schützende Hand kann im indischen Straßenverkehr bestimmt nicht schaden. Auch die indische Gesellschaft ist im Umbruch. Glauben Sie nicht, dass Technologie und Verwestlichung den Hinduismus längerfristig gefährden? Wenn es die Technologie tatsächlich fertigbringen würde, den Hinduismus zu zerstören, dann wäre er längst tot. Wenn eine Religion in sich stark ist, dann können ihr äußere Einflüsse wenig antun. Ist eine Religion in sich aber schwach, dann geht sie früher oder später zugrunde. Der Hinduismus aber steht seit Jahrtausenden unerschütterlich da. Weder Kriege noch die Kolonialisierung durch die Engländer konnten ihm etwas antun. Er ist unsere Kultur, unsere Grundlage. Was kümmert mich die westliche Zivilisation oder das Fernsehen? Wir sehen das alles positiv. Wir fürchten uns vor gar nichts. We are not scared of anything. Eigentlich logisch stammen indische Comichelden nicht aus dem Reiche Walt Disneys. Hier heißen die Hauptdarsteller Vishnu, Ganesh oder Shiva. Über 90 Millionen große und kleine Kinder führen sich ihre Bildergeschichten regelmäßig zu Gemüte. Und wenn die Kinder dem Comicsalter entwachsen und langsam ins heiratsfähige Alter kommen, spielen in Indien ebenfalls andere Regeln. Die Zeitungen da sind voll von Heiratsanzeigen. Ich habe herausgefunden, dass ich mit meinen 26 Jahren auf dem Heiratsmarkt eigentlich schon ein ziemlich altes Gutsli bin. Bevor man sich in Indien allerdings für einen Allerliebsten entscheidet, gibt es einen obligatorischen Gang zum Astrolog. Nur wenn die Sternenkonstellation stimmt, kann man überhaupt an eine Heirat denken. Mal schauen, wie das bei mir aussieht. Mein Astrolog, der Rajan, hat in ganz Kerala einen ausgezeichneten Ruf. Er berät Leute aus allen sozialen Schichten, vom Reisbauer bis zum Minister.
Mit kleinen Muscheln werden die Planeten in die richtige Position gebracht. Irgendwo in diesem Müscheli-Himmel soll also mein Schicksal liegen. Das wäre aber gar einfach, denn Astrologie gilt da als exakte Wissenschaft. Ich hoffe nur, der Rajan hat all die Zahlen im Griff. Nur kein Rechnungsfehler. Das Resultat von dieser zweistündigen Sitzung ist dann ziemlich ernüchternd. Heiraten Sie auf keinen Fall in den nächsten 2 Jahren. Erst dann kriegen Sie einen Gatten, mit dem Sie alles Schöne dieser Welt teilen können. Ja, in Indien bin ich eigentlich schon so ziemlich ein hoffnungsloser Fall. Jetzt ist sie schon 26 und muss noch mal 2 Jahre warten, bis der Merlin-Prinz kommt. Aber ich trage das also mit Fassung, kein Problem. A cup of tea, das ist so ein bisschen der Inbegriff von der englischen Kultur. Und dabei haben die Engländer das Teetrinken überhaupt nicht erfunden. Sie haben es nämlich ganz einfach kopiert von den Indern während der Kolonialzeit. Und ihr cup of tea beziehen sie auch heute noch hauptsächlich von Indien, weil Indien ist der Teeproduzent Nummer 1 der Welt. Kerala besteht praktisch nur aus Dörfern. Die meisten der 30 Millionen Keraliten leben in kleinen Siedlungen. Der Kreislauf des Lebens scheint hier intakt und in sich geschlossen. Handwerk ist Alltag. Maschinen sind zu teuer und auch verpönt. Die Überbevölkerung zwingt dazu, die Arbeit auf möglichst viele Hände zu verteilen. Indiens und selbstredend auch Keralas Nationalgetränk ist der Tee, der perfekte Durstlöscher im tropischen Treibhausklima. Das Zeremoniell des Teetrinkens ist fester Bestandteil des Alltags. Mit Andacht wird er seit Jahrhunderten genossen. Das Klima in den Nilgiri-Bergen, 1500 Meter über dem Meeresspiegel, bietet die besten Voraussetzungen für das Gedeihen der Teeblätter. Die Engländer scheinen sich bei der Erfindung ihres englischen Gartens von der Harmonie dieser Landschaften inspiriert zu haben. Die Teeernte dauert das ganze Jahr. Die Arbeitsbedingungen sind extrem hart, die Löhne tief. Die Arbeit in der Teeplantage ist für diese Frauen die einzige Beschäftigungsmöglichkeit. Männer arbeiten hier keine. Unsere Männer sind zu stolz für diese Arbeit, doch meine Familie ist auf diesen Verdienst angewiesen. Die Ausbeutung hat in Indien jahrhundertelange Tradition. Die Kolonialherren, die Portugiesen, Holländer und Briten kamen nicht wegen der wunderschönen Landschaften hierher. Es waren die Rohstoffe, die sie lockten. Kerala ist der Gewürzgarten Indiens. Der Pfeffer gedeiht hier wie eine Wucherpflanze. 40% allen Pfeffers stammen aus Kerala. Die Basis der großartigen indischen Küche sind die Gewürze. Die Ingwerwurzel dient aber nicht nur zum Aromatisieren von Speisen, sondern auch als entzündungshemmendes Heilmittel. Diese schilfartige Staude heißt Kardamom. Ihre Kapseln verleihen Lebkuchen und Likören den würzigen Geschmack. Sie werden handverlesen, denn nur die beste Qualität ist für den Weiterverkauf gut genug. Das kleine Bergdorf Periyar ist Zentrum der Gewürzindustrie. Diese Bergregion ist zu beinahe 100% vom Gewürzanbau abhängig. Verschiedenste kleine Läden halten Gewürze feil. Weniger für die Einheimischen, vielmehr für die Touristen. Ein guter Anschauungsunterricht für Überzivilisierte, denn Gewürze sind weder eine Erfindung von McCormick, noch wachsen sie in Glasdöschen auf Bäumen.
Gewürzhandel ist ein vor allem gutes und wichtiges Geschäft. Entsprechend laut und hektisch geht es an der Pfefferbörse in der Hafenstadt Cochin zu und her. Jeder Händler versucht auf diskrete Art einen Verkaufsabschluss zu tätigen. Die nervenstarken Broker verschieben an dieser Mini-Börse tausende von Tonnen des schwarzen Goldes. 2,5 Tonnen Pfeffer ist die kleinste gehandelte Menge. Bevor die Gewürze unseren Ehenfadengerichten den notwendigen Pep verleihen können, werden sie ein letztes Mal kontrolliert, verpackt und in die ganze Welt verschifft. Ja, die Inder sind wirklich wahre Meister in der Küche und im Umgang mit Gewürz. Ein bisschen schwer ist es nur, sich an den Inder ihre Devise zu gewöhnen am Anfang, dass man nämlich, dass alles, was man isst, zweimal brennen sollte. Und es brennt auch zweimal am Anfang, wenn man sich noch nicht so gewöhnt ist. Wir kommen in die zweite Runde von unserem Wettbewerb. 2 Fragen sind es wieder, die Sie beantworten sollten. Ich möchte gerne als erstes von Ihnen wissen, wie heisst der elefantenköpfige Hindu-Gott? Ist das 1 der Shiva, 2 der Ganesh oder 3 der Krishna? Wie hat er jetzt schon wieder geheissen? Der Gott mit dem Elefantenrüssel. Da haben wir Behauptungen aufgestellt, und zwar über das Curry. Welche ist richtig? 4, der Currybaum ist die häufigste Pflanze von Südindien. Oder 5, Curry ist eine Gewürzmischung. Oder 6, Curry ist ein Lammeitopf, den die Engländer nach Indien gebracht haben. Welche Behauptung über Curry ist richtig? Ja, und jetzt haben Sie also 4 Lösungszahlen beieinander. Geben Sie uns die telefonisch durchgeben, wenn Sie möchten, in der letzten Runde mit dabei sein. Die Telefonnummer, die ich Ihnen jetzt bekannt gebe, die gilt jetzt als erstes Mal nur für alle die, die eine eigene Telefonnummer mit ungeraden Zahl am Schluss haben. Da zählt das als 0 nicht dazu. Achtung! Und die Nummer wäre 156 42 11 22. Nochmal 156 42 11 22. Und alle anderen werden dann selbstverständlich später auch noch Gelegenheit haben, zum Anrufen. Kunst schafft es immer wieder, über eine Kultur das auszudrücken, was man nicht in Wort fassen kann. Und das ist natürlich im Beispiel von Indien Musik und Tanz. Und es freut mich natürlich ganz besonders, dass wir heute Abend südindischen Tanz werden sehen im Studio. Es ist ein Ausschnitt aus einem Lied, das wir sehen, wo ein ehemaliger Kerala-König komponiert hat. Und dazu begrüße ich ganz herzlich bei uns den Keshavat, Esther und D'Angeli. Kunj galiyon mein naachte Sansa
und Tochter, das habe ich nämlich vergessen zu sagen, dass ihr eine Familie sind. Keshava, ich habe nicht schlecht gestaunen seit Nachmittag, als wir zusammen geschwätzt haben und du mir Antworten gegeben hast im schönsten Basel-Deutsch. Du wohnst jetzt seit 20 Jahren in der Schweiz. Wie war das für dich, als du da angekommen bist? War das nicht ein Kulturschock gewesen? Ja, natürlich. Aber es ist wie von mir wie in eine Kinowelt reingekommen. Einfach plötzlich alles so anders sind, Leute, andere angelegt sind, ganz weise Leute und so. Es war schon ganz fremd gewesen, aber habe ich mir gerade schnell angepasst. Es ist ja so, wenn eine Ehe entsteht, aus zwei so verschiedenen Kulturen, dann müssen sich wahrscheinlich beide ein bisschen anpassen. Esther, du hast das auch gemacht. Du bist gerade eingetaucht in die indische Kultur. Du hast zusammen mit deinem Mann eine Tanzschule. Mhm. Kann man das eigentlich lernen als Schweizer? Also es sieht furchtbar schwierig aus mit den Händen und dem Kopf und so. Also es ist schwierig und es braucht natürlich ein besonderes Talent und Musikalität und Rhythmusgefühl. Aber es ist eine klassische Kunst. Es heisst nicht, dass wenn man Schweizer ist, das nicht kann lernen kann. Also es hat nichts zu tun mit Nationalität. Aber man muss natürlich schon eine Liebe haben für Indien und das ganz ernsthaft studieren. Und es geht lang. Mhm. Ja. Die Liebe für das ist selbstverständlich bei dir schon angeboren. Angeli, bist du die Einzige in der zweiten Generation von der Familie, die tanzt? Nein, ich habe einen Bruder und eine Schwester und die tanzen auch. Jetzt, Mädchen in deinem Alter gehen ja selbstverständlich lieber mal so ein bisschen in die Disco und tanzen Techno und so. Ist das bei dir auch so? Ja, mal. Das lässt sich kombinieren miteinander. Ohne Problem. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch drei, dass ihr gekommen seid. Und nochmal einen Applaus. Herzlichen Dank. Ganz ein krasser Übergang. Es geht nochmal um unsere Telefonnummer für all die, die uns die vier Lösungszahlen durchgeben wollen. Das Mal sind alle die gefragt, die eine gerade Zahl am Schluss von ihrer eigenen Telefonnummer haben. Das ist nochmal die Nummer 156 42 11 22. 156 42 11 22. In unserem Quiz geht es nicht ganz so kämpferisch zu und her, wie jetzt gerade in unserem nächsten Beitrag. Es geht um eine uralte indische Kriegskunst, und zwar heisst die Martial Art oder Kalari. Und sie bildet eigentlich so ein bisschen Grundlage für alle grossen Kampfsportarten, die wir kennen. Dazu gehört Kung Fu, Karate und so weiter. Und in diese nicht ganz ungefährliche Sache habe ich mich persönlich einführen lassen von einer sehr charismatischen Persönlichkeit vom Guru und Lehrmeister Balachandran. Art is not only meant for fighting. In dieser Kampfsportart geht es nicht primär ums wilde Kämpfen, nein, vielmehr darum, den Heranwachsenden Disziplin beizubringen. Wir haben die Pflicht, unsere Kinder zu guten Menschen zu erziehen. Die Teenagers haben enorm viel Energie und die wollen sie auch ausleben. Meine Aufgabe ist es, diese Energie zu bündeln und in gute Bahnen zu lenken. Ich bilde meine Schüler so lange aus, bis sie nicht nur gute Kämpfer sind, sondern auch geistig die richtige Frequenz haben. Balachandran stammt aus einer der ältesten und angesehensten Familien Keralas. Seine Autorität als Lehrmeister ist offensichtlich. This art is a very sharp weapon. Kalari kann eine sehr gefährliche Waffe sein, aber nur dann, wenn sie von einem verdorbenen Charakter missbraucht wird. Darum verlange ich, dass sich meine Schüler jedes Mal vor mir verbeugen und meine Füße berühren. Ich will, dass meine Schüler großen Respekt vor mir als Lehrmeister haben. Je mehr sie mich respektieren, desto weniger missbrauchen sie den Kampfsport Kalari als Waffe. Ich bringe meinen Schülern nur die positive Anwendung dieser Kunst bei. And I always educate them to use it for good purposes.
Meister, das sieht ja unglaublich gefährlich aus. Es ist doch alles gefährlich, sogar ein Spaziergang entlang einer Straße. Wenn man Kalari Schritt für Schritt lernt und vorsichtig mit der Waffe umgeht, ist es nicht besonders gefährlich. Es kann natürlich immer ein Unglück passieren. Da vertraue ich der schützenden Hand Gottes. Können Sie einem Anfänger wie mir ein paar Tricks verraten? Ja klar, wenn Sie zum Beispiel jemand mit einem Messer angreift, kann er das von oben, unten oder ganz direkt tun. Eigentlich ist das eine Sache von 3-4 Grundbewegungen. Wenn man die im Griff hat, ist es ganz einfach. Probieren Sie mal. Okay, also. Can I choose whatever I want? No, you can choose anything. If you want step by step or anything, you can. Okay. I come, like real? Yes. I do see this? Yeah, I see this. No, it's not over. Halt, es ist noch nicht vorbei. Wenn Sie das Messer verlieren, habe ich Sie im Griff. Ich könnte alles tun. I can do anything to you. Yeah, I see. I see very dangerous. My God. Wie halten Sie sich in dieser beneidenswerten Topform? Mit viel Training, einem ausgewogenen Lebensstil und natürlich Ayurveda. Was ist Ayurveda? Ayurveda literally means, Ayur means life and Veda means science. It's the science of life. Ayurveda heißt nichts anderes als Wissenschaft des Lebens. Ayurveda sind Massagen mit Öl und Behandlung des Körpers mit Kräutern. Es ist eine ganzheitliche Medizin, verwandt mit der homöopathischen. Ayurveda hält meinen Körper gesund und gibt mir die Kraft zu kämpfen. Zum Geheimnis von Ayurveda auf die Spur kommen, habe ich mich in ein medizinisches Center in Kumarakom aufgemacht. Dort, wo sich hyperventilierende Manager, ausgelaugte Karrierefrauen und erschöpfte Touristen aus der ganzen Welt wieder aufpäppeln lassen. Der Weg zu Ayurveda führt mich als erstes zum Arzt. Der will alles über allfällige Bobos oder Leiden von mir wissen. Ich sehe kerngesund, aber sehe ziemlich gestresst aus, meinte Dr. Bharadwajil. Ich empfehle Ihnen eine Ganzkörpermassage mit ätherischen Ölen und anschließend ein Dampfbad mit Kräutern. Also ab auf den Schragen. Zuerst fängt es noch ganz harmlos an. Mit heißem Öl, das nach Kräuter schmeckt, wird meine Haut glitschig gemacht zum Massieren. Und dann geht's los. Eine Stunde lang wird der ganze Körper von zwei Frauen gleichzeitig durchgeknüttelt. Die Massage wäre ja ganz angenehm, aber der steinharte Schragen drückt ziemlich unangenehm gegen die Weichteile. Die Massage lässt einem wieder mal spüren, aus wie vielen Einzelteilen der Körper besteht. Damit es mit dem Kreislauf nicht langweilig wird, geht es ab ins Kräuterdampfbad. Dazu wird man in einen Ein-Personen-Schwitzkasten eingeklemmt. Da gibt es keinen Sinn drinnen. Ein bisschen eigenartig fühlt man sich schon in diesem Dampfkochtopf. Solange ich befreit werde, bevor ich gar bin, ist alles okay. Ja, es ist schon angenehm warm. Und es wird wärmer. Und noch wärmer. Und ich sehe ihn schon, den Höhepunkt von meinem Ayurveda-Tag, meine Yoga-Lektion. Das
fehlt nicht mehr viel und ich hebe endgültig ab. Sieht jetzt so gemein, locker und entspannt aus. Ich kann Ihnen aber sagen, wenn man die Übungen 15 Mal wiederholen für die Kamera, dann spürt man am nächsten Tag jedes Knöchel einzeln. Tja, und jetzt vom Yoga zu etwas weniger oder weltlicheren Sachen, besser gesagt, nämlich zur Auflösung der vier Fragen, die wir Ihnen im Verlauf der Sendung gestellt haben. Als erstes haben wir wissen, seit wann Indien ein unabhängiger Staat ist. Die richtige Lösung ist 1947. Dann, wie nennt man das rockähnliche Kleidungsstück, das die Männer tragen in Indien? Das ist der Dhoti, der elefantenköpfige Hindu-Gott, dem sein Name ist Ganesh. Und welche Behauptung über Curry hat gestimmt? Curry ist eine Gewürzmischung. Das also die richtigen Lösungen. Und die Zahlenkombination, die richtig gewesen wäre, wäre dann also 3, 5, 2, 5 gewesen. Wenn Sie viermal richtig geantwortet haben, dann sind Sie jetzt bei uns im Telefoncomputer gespeichert zu Hause. Und natürlich auch unsere Gäste im Studio sind im Computer drin. Und um uns zwei Kandidaten auszuwählen, tue ich jetzt am Computer ein Top geben, damit er uns zuerst jemanden im Studio aussucht. Oh la la, sind nicht so wahnsinnig viel. Das 38, der André Simon ist das. Darf ich ihn zu mir führen, bitte? Und wir machen gerade weiter. Wir gehen das zweite Top am Computer, um uns einen Kandidat zu Hause auswählen. Fünf stehen zur Auswahl. Wer macht das Rennen? Ulrike Lüthi ist das. Mal schauen, wie heiß sie sitzt. Lüthi. Grüezi, Frau Lüthi, das ist Sandra Studer, Traumziel. Grüezi, Frau Studer. Es ist keine Überraschung, dass ich anrufe, gell? Sie waren ja am Fernsehen, gewesen, haben schon einiges gewusst über Indien. Sind Sie schon mal gewesen? Ich war in Nordindien, jawohl. Mhm, im Süden aber noch nicht, also Kerala kennen Sie nicht. Aha. Würden Sie sich schnell selber vorstellen, ein bisschen erzählen, was Sie so machen im Leben? Ich heiße Ulrike Lüthi, ich bin 33 Jahre alt, ich bin verheiratet und mein Hauptberuf ist im Moment meine beiden Kinder. Mhm. Die sind noch sehr klein, die sind 2 und 3 Jahre alt. Ja, im Jahr Abstand, das ist aber noch ein Stress. 14 Monate, 14 Monate, oh, haben sie geschafft in dem Fall. Also, dann, nein, ich habe es nicht so gemeint, furchtbar. Also. Ich darf Ihnen Ihren Gegenkandidat vorstellen, den Herr Simon. Herzlich willkommen, Herr Simon. Da, jetzt haben wir doch gehört, ob Sie unterstützt werden. Merci. Jetzt haben wir Frau Lüthi kennengelernt, Herr Simon. Jetzt wollen wir natürlich auch noch etwas über Sie wissen. Also, ich bin der André Simon. Ich arbeite neu in Ostschweiz, Firma Macchi. Mhm. Und jetzt doch ein bisschen Werbung machen. Schon, selbstverständlich. Wir haben es nicht gehört, wir haben es alle nicht gehört. Gut. Jetzt habe ich aber den zweiten Teil verpasst. Nach dem Matschi. Sie sind alleine da oder sind Sie in Begleitung? Wir sind in einer kleineren Gruppe da. Und ich nehme an, die werden Sie auch tagkräftig unterstützen heute Abend. Hoffen wir. Sie haben auch schon viel über Indien gewusst. Sind Sie auch schon mal dort gewesen? Ich bin im Nordindien, Nepal. Mhm. Also der Norden scheint trendy zu sein, ja. Aber ich freue mich, dass Sie wenigstens den Süden noch nicht kennen, weil der ist wirklich ganz schön und ich drücke Ihnen beiden ganz fest den Daumen. Jetzt gehen wir so vor, dass Sie die Kärtchen bekommen, Herr Simon. Und zwar hat es hier eine Nummerierung von 1 bis 6. Sie heben die schön so, dass Frau Lüthi nichts sieht am Telefon. Mhm. Sie geben mir, wenn ich die Frage gestellt habe, das Kärtchen mit dieser Zahl drauf, die Sie meinen, ist richtig so, dass Frau Lüthi nichts sieht am Telefon. Und dann kann ich dann Frau Lüthi zuerst fragen. Und so kann ich immer dem anderen abschauen. Das ist der einzige Grund. Okay, alles klar, Frau Lüthi? Richtig. Gut. Also, dann möchte ich von Ihnen wissen, welche Behauptung ist richtig, die wir hier aufgestellt haben. Eins
Indien ist der grösste Spielfilmproduzent der Welt. Oder zwei, Indien ist der grösste Anbieter von Software der Welt. Oder drei, Indien ist der weltgrösste Reisproduzent. Was ist richtig? Ohne etwas zu sagen, komme ich vom Herrn Simons Kärtchen über und in dem Fall werde Frau Lütig fragen. Was meinen Sie? Nummer eins. Sie meinen Nummer eins, grösste Spielfilmproduzent, Entschuldigung. Das ist auch die Meinung vom Herrn Simon und das ist richtig. Jawohl. Und zwar ganz genau, oder also ungefähr 900 Spielfilme werden in Indien gedreht pro Jahr. Das kann man sich ja fast nicht vorstellen. Und damit Sie sich das vorstellen können, zeigen wir Ihnen jetzt ganz einen kleinen Ausschnitt. Wir haben hier ein bisschen Stummfilm im Studio, wir haben es uns nicht gehört, aber da ist also wunderbar noch gesungen worden dazu. Gut, also ein Punkt auf beiden Seiten für den Herrn Simon und Frau Lütti. Ich gebe Ihnen das Kärtchen wieder zurück und wir gehen wieder zur zweiten Frage. Ich möchte von Ihnen gerne wissen, wieder, welche Behauptung ist richtig? Vier, die indischen Elefanten haben grössere Ohren als die afrikanischen Elefanten. Oder fünf, die indischen Elefanten haben keine Stosszähne. Oder 6, ein Elefant wird im Durchschnitt 65 Jahre alt. Welche Behauptung stimmt? Der Herr Simon kann sich wieder entscheiden. Jawohl. Frau Lütti, was meinen Sie? Nummer 6. Sie meinen 6 und der Herr Simon meint auch 6. Sie kommen beide extrem drauf. Und es ist richtig, jawohl. Ja. Und damit haben Sie mir ein Ei gelegt, oder respektive Sie sind beide so gut, dass wir leider auf eine Schätzfrage kommen müssen, weil die Runde ist an sich vorbei. Jetzt sind Sie zuerst fragen, Frau Lütti, und Sie dürfen nichts einflüstern, ich habe gar nichts hören. Frau Lütti, wie viele Einwohner hat Indien momentan? Ganz schnell. Schnell. 50 Millionen. 50 Millionen, was meinen Sie, Herr Simon? 800 Millionen. Jawohl, das ist sehr viel näher. 898 sind es zurzeit, ganz genau. Damit ist der Herr Simon gewonnen. Gratuliere. Merci beaucoup. Sie sind extrem näher dran. Also das ist noch schwierig, so an einem Tag zu sagen, wie viele Einwohner das Indien hat, weil Indien explodiert ja in einer Form. Also 898 sind sie im Moment. Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich. Wissen Sie schon, wen Sie mitnehmen? Ja, mein Göttingkind. Ihr Göttingkind? Ja. Super, wie alt ist denn das? 15, gleich 16. 15, das wird sich freuen. Ich nehme an, es klebt am Fernsehen heute Abend, gell? Ist da. Ist sogar da? Ja. Ist sogar da? Ja, ist ja Wahnsinn. Man hört gar kein Geuss. Also ist es ein Mädchen? Ja. Ist es ein Mädchen? Also, viel Vergnügen euch beiden und merci fürs Mitmachen. Merci. Bitte sehr, Simon. Merci. Frau Lütti, schön wäre es, wenn es nur 50 Millionen wäre. Also es ist jetzt ein bisschen böse, aber leider, eben, wie gesagt, die Population wächst wie verrückt. 50 Millionen ist ein bisschen gar daneben gewesen. Aber ich nehme an, Sie haben auch Freude, wenn Sie mal fein, ganz fein können, indisch essen können. Mhm. Ja, haben Sie die indische Küche gern? Ich habe gerne, ja. Es brennt ein bisschen, aber es ist ausgezeichnet mit den vielen Gewürzen. Wir laden Sie ein, zwei Personen, ein super feines indisches Menü in einem Restaurant in Basel. Und dazu gehört dann auch noch eine Übernachtung in einem Hotel. Das alles für zwei Personen. Super. Sie. Danke vielmals fürs Mitmachen auch. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie auch Lust bekommen haben, vielleicht mal nach Indien zu reisen, dann möchten wir Ihnen unser Informationsblatt empfehlen. Wir haben so ein bisschen Tipps und Anregungen über das Land für Sie zusammengestellt. Und Sie können das bei uns bestellen, indem Sie uns ein frankiert und adressiert an Sie adressiertes Kuvert schicken im CV-Format. Und da sehen Sie die Adresse Schweizer Fernsehen, Traumziel Südindien, Postfach 8099, Zürich. Und ebenfalls Informationen kommen Sie auch über Teletext über, und zwar ab der Seite 570. Wir können Sie eigentlich nur im Zoo und im Zirkus bewundern und in Indien gehören Sie im Gegensatz dazu zum ganz normalen Strassenbild, so wie das Auto oder die Schubkarette oder was auch immer dreht, ist natürlich von den Elefanten. Mit Zirkusromantik hat das in Indien sehr wenig zu tun. Elefanten gehören, wie gesagt, zum Alltag und zwar für die Tiere einen knallharten Alltag.
Im Periyar, dem 800 Quadratkilometer großen Nationalpark, leben hunderte von wilden Elefanten im letzten Urwald Keralas, geschützt vor skrupellosen Elfenbeinjägern. Die Dickhäuter genießen das geruhsame Beisammensein. Das gilt nicht für alle Elefanten in Kerala, denn die Menschen halten sich im Süden Indiens nicht nur Hunde als Haustiere, sondern auch Elefanten. Seit über 4000 Jahren werden die Dickhäuter domestiziert. Die Elefanten werden von Mahouts, so heißen die Elefantenführer, zu Schwerarbeitern ausgebildet. Über 600 Dickhäuter prägen mit ihrem schleppenden Gang das Straßenbild Keralas. In der indischen Mythologie spielt der Elefant eine wichtige Rolle. Er genießt den Status eines Halbgottes. Sein tägliches Leben aber sieht einiges profaner aus. Er wird als Arbeitstier gebraucht und missbraucht. Warum gehen die Menschen mit den Halbgöttern auf diese Weise um? Indien ist voller Wälder. Dort erkannte man die Möglichkeit, den Elefanten als günstige Arbeitskraft zu brauchen. Darum werden sie auch heute noch im Hausbau und in der Forstwirtschaft eingesetzt. Die Elefantenführer, die Mahouts, stehen unter einem großen Leistungsdruck, den sie schonungslos an die Tiere weitergeben und sie auch oft misshandeln. Nur mit einer besseren Ausbildung der Mahouts können wir die Situation verbessern. Aus diesem Grund haben wir eine Schule für die Mahouts gegründet. So haben wir die Gewissheit, dass den Tieren kein Leid mehr angetan wird. Im religiösen Leben Keralas spielen die Elefanten eine tragende Rolle. Der Stolz jedes Tempelfestes sind die prächtig geschmückten Elefanten. Und ein Fest ohne Elefanten ist schlicht undenkbar. Kerala tut also gut daran, Sorge zu seinen Dickhäutern zu tragen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Traumziel, nicht nur für heute, sondern auch für 1995. Wir sehen uns wieder, wenn Sie Lust haben, am 8. Februar. Dann machen wir eine Reise in die Südsee. Wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Ich wünsche Ihnen am Sonntag einen guten Rutsch und wünsche Ihnen ein gesundes und glückliches 1996 und freue mich, wenn wir uns dann wieder sehen. Auf Wiedersehen miteinander. Eurocard zum Traumziel.